So, jetzt kommt eines meiner Lieblingskapitel, nämlich zwei neue Arten einer Beschwörung, die Fusionsbeschwörung und die Ritualbeschwörung. Dieses Kapitel wird die Fusionsmonster und Ritualmonster erläutern, welche sich von den normalen Monstern unterscheiden. Das ist ein Fusionsmonster. Ein Fusionsmonster hat eine violette Monsterkarte. Ihr Elementar hat Flammflügelmann. Fusionsmonster sind spezielle Monster, die in dein Extra-Deck gehören, nicht in dein normales Deck. Also Fusionsmonster sind im Extra-Deck und das ist hier und nicht im normalen Deck, also hier. Ja, also wenn ihr hier eine Karten habt, dann kommen die hier hin, am Anfang des Duells. Fusionsmonster werden durch Kombination der in der Karte ausgeführten Monster mit der Zauberkarte Polymerisation beschworen. Also Fusionsmonster bestehen quasi aus zwei oder mehreren Monstern. Und um dieses Fusionsmonster zu spielen, braucht man die Zauberkarte Polymerisation. Es gibt aber auch andere Wege, eine Fusionsbeschwörung durchzuführen. Und dann braucht man die zwei Monster, die hier in dem Kartentext aufgelistet sind. Für Flammflügelmann brauchen wir hier beispielsweise Elementarheld Avian und Elementarheld Bystinitrix. Und wir brauchen noch eine Fusionskarte, also eine Polymerisation. Dann kann man diese zwei Monster von seiner Hand oder vom Feld oder beides auf den Friedhof legen und dann kann man dieses lederne Monster von seinem Extra-Deck aufs Feld beschwören. Das werde ich euch jetzt zeigen. Wie der Kartentext der Karte Polymerisation besagt, kannst du die Monster mit Materialmonster, die in der Fusionsmonsterkarte aufgeführt sind, von deiner Hand oder von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof ablegen und dann das Fusionsmonster von deinem Extra-Deck spezial beschwören. Also man braucht bei einer Fusionsbeschwörung in der Regel immer diese Karte. Es gibt aber wie gesagt auch andere Fusionsmonster, wo man keine Polymerisation braucht, aber bei normalen Fusionsbeschwörungen, wie man sie kennt, braucht man eine Polymerisation-Karte. Lege Fusionsmaterialmonster, die auf deiner Fusionsmonsterkarte aufgeführt sind, von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite auf den Friedhof und beschwöre das Fusionsmonster als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Also eine Fusionsbeschwörung ist auch eine Spezialbeschwörung. Das ist quasi eine, ja, man spricht von einer Fusionsbeschwörung und das ist eine Spezialbeschwörung. Probieren wir das Ganze mal aus. Versuche die Karte Polymerisation von deiner Hand aus einzusetzen, um drei Fusionsmonster zu beschwören. Schauen wir uns erst einmal die Fusionsmonster an von unserem Extra-Deck. Man kann sein Extra-Deck immer anschauen, der Gegner jedoch nicht. Schade, ich kann sie mir momentan nicht anschauen, weil das Spiel es gerade nicht will. Wir haben Steam Geroid. Für Steam Geroid brauchen wir die Fusionsmaterialmonster Geroid und Steamroid. Das sind diese zwei hier. Die zwei können wir fusionieren und dann kriegen wir dieses Monster hier. Wir haben auch eine Fusionskarte. Spielen wir die Fusionskarte jetzt mal aus. Und jetzt spielen wir Steam Geroid. Ich wähle jetzt quasi das Monster aus, was wir spielen möchten. Jetzt müssen wir die Fusionsmaterialmonster wählen. Die zwei Monster kommen auf den Friedhof. Die Fusionskarte kommt auch auf den Friedhof. Und wir führen eine Fusionsbeschwörung durch. Auf 2, mach 1. So, das ist eine Spezialbeschwörung, also theoretisch könnte man jetzt noch ein Monster normal beschwören. Hier kann man den Modus auswählen, das ist bei jeder Fusionsbeschwörung typisch. Gut, ja, das zählt als eine Spezialbeschwörung, wir können also eine weitere Karte normal beschwören, ich mach das jetzt einfach mal. Okay, das Spiel will wieder nicht. Na gut, dann spielen wir jetzt den Flammflügelmann. Hierfür müssen wir Avian von unserem Feld und Bystinitrix von unserer Hand fusionieren, das geht.
Mit einer Fusionsbeschwörung kann man auch Karten vom Feld mit Karten auf der Hand fusionieren. Wichtig ist jedoch, dass man immer eine Fusionskarte braucht. Aber wie gesagt, es gibt auch Fusionsmonster, die brauchen keine Fusionskarte. Gut, und jetzt haben wir noch zwei Monster von unserer Hand übrig, die können wir auch fusionieren. Man kann auch Monsterkarten, die man nur auf der Hand hat, fusionieren, das geht. Das ist ziemlich praktisch, wenn man den Gegner überraschen will. Man kann beispielsweise seine drei weißen Drachen auf der Hand quasi zu dem blauäugigen Ultradrachen dann fusionieren, von der Hand aus, und der Gegner wäre dann super überrascht. Und das theoretisch auch im ersten Zug, wenn man halt die Materialien dann auch dafür hat. Gut, wir kriegen Meister von Oz, wenn wir großer Koala und das Känguru von unserer Hand fusionieren. Das Känguru und der große Koala. Das ist ein sehr starkes Monster. Müsste, glaube ich, 4500 Angriff haben, das Fusionsmonster. Ja, 4200. Also ihr seht, es ist eine leichte Methode, um starke Monster zu spielen. Man braucht jedoch die Materialien und eine Fusionskarte. Du kannst die Materialmonster von deiner Seite des Spielfeldes, von deiner Hand oder von beiden Orten auswählen. Außer der Verwendung der Karte Polymerisation gibt es auch noch weitere Methoden zur Fusionsbeschwörung. Also das ist das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, man braucht nicht immer eine Fusionskarte. Es gibt auch andere Wege. Der Gebrauch einer Karte wie Fusionstor erlaubt dir Fusionsbeschwörungen ohne die Karte Polymerisation auszuführen. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, also das ist ein Spielfeldzauber, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, können Fusionsmonster ohne die Aktivierung von Polymerisation als Fusionsbeschwörung beschworen werden. Die bei der Fusion verwendeten Fusionsmonster werden nicht auf dem Friedhof gelegt, sondern aus dem Spiel entfernt. Also die landen quasi auf die spielentfernten Zone, also auch verbannte Zone genannt. Als nächstes sehen wir uns die Ritualmonster an. Ritualmonster haben blaue Monsterkarten. Also Ritualmonster sind blau. Blaue Monsterkarten sehen doch ziemlich schick aus. Ritualmonsterkarten unterscheiden sich insofern von Fusionsmonsterkarten, dass sie Teil des normalen Decks sind. Trotzdem musst du, um ein Ritualmonster zu beschwören, eine besondere Ritualzauberkarte benutzen. Und ein Monster als Tribut opfern. Also, Ritualmonster sind jetzt nicht im Extra-Deck vorhanden, also die kommen nicht hier hin, sondern die sind im normalen Deck drin. Also blaue Karten tut ihr ins normale Deck rein, violette Karten ins Extra-Deck. Um ein Ritualmonster zu beschwören, braucht ihr eine Ritualzauberkarte. Hier bei Schwarz glänzender Soldat zum Beispiel ist es die Ritualzauberkarte Schwarzer Glanzritual. Und dann benutzt man die Ritualzauberkarte und wählt Monster aus, bis sie dieselbe Stufe haben, oder höher geht auch, wie das Ritualmonster. Das werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Für eine Ritualbeschwörung musst du immer die gewünschte Ritualmonsterkarte und eine bestimmte Ritualzauberkarte auf deiner Hand haben. Dann opferst du Monster von deiner Spielfeldseite oder deiner Hand als Tribut der Gesamtstufe, die Summe ihrer Stufenzahlen gleich oder höher ist als die Stufe des Ritualmonsters, welches du Ritual beschwören möchtest. Also wenn man Ritualmonster spielt, spricht man von einer Ritualbeschwörung. Das ist allerdings, das ist auch eine Spezialbeschwörung, ähnlich wie die Fusionsbeschwörung. Man kann also, nachdem man auch eine Ritualbeschwörung gemacht hat, immer noch ein weiteres Monster normal beschwören. Um ein Beispiel, ein Ritualmonster zu der Stufe 8 zu beschwören, musst du Monster von deiner Spielfeldseite oder deiner Hand als Tribut opfern, deren Gesamtstufe gleich oder höher als 8 ist. Weil dieses Ritualmonster hat ja Stufe 8, das heißt, wir müssen jetzt ein Monster von Stufe 8 oder auch höher opfern und auf den Friedhof legen, um dieses Monster als Ritualbeschwörung zu beschwören.
Beispielsweise ein Monster der Stufe 1 und ein Monster Stufe 7. Oder zwei Monster der Stufe 2 und ein Monster der Stufe 5. Also es gibt verschiedene Methoden. Hauptsache, man hat halt die Stufenanzahl. Man kann so viele Monster als Tribut anbieten, wie man möchte. Hauptsache, es hat Stufe über Stufe 8 oder auch Stufe 8. Ritualzauberkarten sind an dessen Effektsymbol zu erkennen. Also in der Praxis seht ihr es wieder hier. Wenn ihr so eine Flamme seht bei einer Zauberkarte, dann handelt es sich hier um eine Ritualzauberkarte. Mit dieser Karte wird schwarz glänzender Soldat als Ritualbeschwörung beschworen. Du musst zusätzlich Monster von Spielfeld oder deiner Hand als Tribut anbieten, die zusammen 8 oder mehr Stufen haben. Gut, dann zeige ich euch das jetzt mal. Gut, wir machen 3 Ritualbeschwörungen jetzt. Und die Ritualzauberkarten sind Schwarzglanzritual. Doriados Segen kenne ich nicht. Und Hamburger Rezept. Das sind 3 Ritualzauberkarten. Gut, Material haben wir genug. Auf dem Feld liegt sehr viel Zeugs. Wichtig sind hierbei die Stufen. Stufe 8, Stufe 4, Stufe 6 und Stufe 8. Ja, das ist ordentlich. Dann haben wir noch Affenakrobat. Was haben wir dann noch auf der Hand? Ach ja, noch was. Man kann auch Ritualmonster als Tribut anbieten, um ein Ritualmonster zu spielen. Gut, ich spiele jetzt Schwarzglanzritual. Okay, jetzt muss ich eine Stufe 8 Monster auswählen. Also wir wählen jetzt quasi das Monster aus, was wir spielen möchten. Und jetzt müssen wir so viele Monster abgeben, bis wir hier diese Leiste hier voll haben an Sternen. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick, oder auch blauäugiger weißer Drache genannt, hat genau Stufe 8, das heißt, es reicht ganz genau, um die Leiste zu füllen. Das Monster, was wir als Tribut angeboten haben, landet auf dem Friedhof. Und wir spezialbeschwören jetzt halt dieses Monster. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben hier gelber Ojama, oder schauen wir uns erstmal die Stufen an. Ich glaube, ich spiele jetzt Elementarherrin Doradio. Hat 3 Sterne. Wir könnten den Affenakrobat abgeben. Natürlich könnten wir auch Sengen Jin abgeben. Das wäre allerdings eine Verschwendung, denn ja, den könnten wir für ein stärkeres Monster abgeben. Was wir als Tributbeschwörung beschwören wollen, zum Beispiel die hier. Gut, ich werde jetzt die Ritualzauberkarte Dorias Segen benutzen. Hat Stufe 3 und den Affenakrobat werde ich abgeben. Aber zunächst muss ich das Monster auswählen. Und ich gebe den Affenakrobat ab. Man kann Monster vom Feld und von der Hand abgeben, es ist egal wo. Hauptsache man hat halt die Stufe vom Friedhof und vom Deck geht natürlich nicht. Vom Feld oder von der Hand kann man Monster als Tribut anbieten, je nachdem, wie man gerade Lust hat. Das war Ritualbeschwörung Nummer 2. Und jetzt werde ich die dritte Ritualbeschwörung machen, um Hungriger Burger zu spielen. Kommt die Ritualzauberkarte Hamburger Rezept. Jetzt müssen wir wieder das Monster auswählen. Und auch noch die Monster, die geopfert werden. Ich wähle jetzt. Mich wundert, dass ich jetzt nicht den gelben Ojama. Warum kann ich den nicht auswählen? Liegt es am Effekt? Mit dieser Karte wird Hungrige Burger als Ritualbeschwörung beschworen. Wie du zusätzlich ein oder mehrere Monster von deiner Hand oder deiner Seite des Spielfeldes als. Also diese 6 oder mehr. Warum kann ich den Ojama nicht abgeben? Also, ich glaube, den Ojama müsste man doch auch abgeben können. Eigentlich schon, ne? Also, in der Regel kann man den gelben Ojama auch noch abgeben. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt hier nicht geht. Anscheinend will das Spiel nicht, dass wir hier den gelben Ojama opfern. Das Spiel hat wohl eine Liebe für Ojamas. So, ich kann abgeben, was ich will. Ich nehme jetzt mal die Harpie. Ah, jetzt geht's.
und den gelben Ojama. Anscheinend möchte das Spiel nicht, dass wir über die 8 Helden auch hinausgehen oder über die 7. Also, wie gesagt, man kann Monster auswählen, welche man möchte. Die in diesem Kapitel erklärten Fusionsbeschwörungen und Ritualbeschwörungen sind zwei Beispiele von Spezialbeschwörungen. Spezialbeschwörungen können anders als Normalbeschwörungen in deinem Spielzug so oft zu Markt getätigt werden. Also man kann so viele Fusionsbeschwörungen und Ritualbeschwörungen machen, wie man möchte. Man braucht halt die richtigen Karten. Außer den Fusionsbeschwörungen und den Ritualbeschwörungen gibt es noch weitere Spezialbeschwörungen, die im Kapitel 10 Effektmonster erklärt sind. Wenn nicht vorgeschrieben ist, kannst du wählen, ob ein spezialbeschworenes Monster auf dem Spielfeld in offener Angriffsposition oder offener Verteidigungsposition beschworen wird. Also man kann quasi auswählen, welcher Modus das Monster sein soll, was man als Ritual oder Fusionsbeschwörung spielt. Wie holen wir das Ganze nochmal? Welche Monsterkarten sind violett? Sind es normale Monsterkarten? Sind es Fusionsmonsterkarten? Oder sind es Ritualmonsterkarten? Die Lösung ist Fusionsmonsterkarten. Also wenn ihr eine violette Karte habt, handelt es sich hier um ein Fusionsmonster. Kommt ins Extra-Deck. Also hier. Welche Monsterkarten sind blau? Sind es normale Monsterkarten? Sind es Fusionsmonsterkarten oder sind es Ritualmonsterkarten? Die Antwort ist Ritualmonsterkarten. Hier oben sieht man es. Eine blaue Karte, Ritual. Die kommt ins normale Deck rein. Welcher Schritt einer Fusionsbeschwörung kommt zuerst? Man wählt das Materialmonster, man wählt das Fusionsmonster oder man aktiviert die Zauberkarte Polymerisation. Die Lösung ist, man aktiviert zuerst die Zauberkarte Polymerisation. Dann wählt man das Fusionsmaterialmonster aus und dann spezialbeschwört man das Fusionsmonster als Spezialbeschwörung von seinem Extra-Deck. Welche der folgenden Karten wird nicht zur Ritualbeschwörung benötigt? Also welche Karten braucht man nicht zwingend für eine Ritualbeschwörung? Ist es eine Ritualmonsterkarte? Ist es die Fusionszauberkarte? Oder eine Ritualzauberkarte? Die Lösung ist eine Polymerisationkarte, also die Fusionskarte. Die braucht man nicht für eine Ritualbeschwörung. Das ist eine extra Beschwörung quasi. Also die sollte man nicht gleichstellen, die Ritual- und die Fusionsbeschwörung. Die sind komplett verschiedene Beschwörungen. Gut, das war's auch fürs Erste. Im nächsten Part schauen wir uns an, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Wir werden also im nächsten Part Ritual- und Fusionsbeschwörungen in der Praxis uns anschauen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also, macht's gut, euer NKP. Ciao.